Mann, was ist das denn hier? Also hier? Hier wird das ganz sicher nichts mehr mit Training. Guck dir mal das Wetter an. Es ist mittlerweile April und an Training in Kiel ist überhaupt nicht zu denken. Aber mal ehrlich, wenn wir beim ersten World Cup performen wollen, dann müssen wir hier weg. Segeln ist für mich und ganz besonders Segeln mit Erik für mich Spaß in erster Linie, den müssen wir haben, aber auch der Ehrgeiz und die Motivation, die wir generieren aus den Erfolgen, die wir haben. Es gibt nichts Besseres. Thomas und ich segeln jetzt seit 11 Jahren zusammen, sind eingestiegen in einer kleinen Bootsklasse, sind eigentlich über die Jahre immer weiter und weiter gewachsen zusammen und ja, man kann sagen eigentlich, dass es sehr erfolgreich läuft. Wir verstehen uns gut, auch ein Grund, warum wir jetzt mittlerweile eben 11 Jahre zusammen segeln. Diese Beziehung, die wir haben, die ist auch durch die Dauer wirklich, wirklich besonders, ganz besonders. Wir kennen uns extrem gut, teilweise wissen wir genau, was der andere denkt. Also das ist manchmal sogar schon beängstigend, aber es hat uns extrem zusammengeschweißt und es gibt uns so viel. So, jetzt im Pool. Ja, warum eigentlich Mallorca? Mallorca hauptsächlich deswegen, weil in Kiel ist es meist viel zu kalt. Wir haben auf Mallorca super Bedingungen, können jeden Tag trainieren gehen, schaffen viele Inhalte und ja, vor allem ist es das Revier unseres ersten World Cups. Und das ist immer ein Einstieg in die Saison und wir haben den direkten Vergleich zur internationalen Konkurrenz, sodass man über das Jahr hinweg auch mal auf eine kleine Position arbeitet. Es ist nicht mehr so wie vor 15, 20 Jahren, dass man im nacholympischen Jahr ein bisschen Pause machen konnte. Es geht gleich Vollgas weiter und das werden wir auch dieses Jahr in 2013 schon erleben. Die Leute haben Rio in den Köpfen und das geht da nicht mehr raus und dafür wird gearbeitet bis zum Umfallen. Verrückten Hunde. Also manchmal kann man da wirklich nur den Kopf schütteln, aber andererseits liegt da wirklich Genie und Chaos extrem nah beieinander und ich glaube, Genie wird sich auch nie entwickeln lassen, wenn nicht auch ein bisschen Chaos dabei ist. Musik.
So, wie ihr seht, wir sind jetzt zurück wieder in Kiel. Mittlerweile ist hier auch traumhaftes Wetter. Wir hatten eine super Zeit auf Mallorca. Thomas, was passiert? Ja, also die Trainingseinheiten haben sich gelohnt. Intensiv haben wir Segel getestet und unsere Technik verbessert. Und man sieht, wir sind hier mit einem goldenen Schätzchen nach Hause gekommen wieder. Ja, wir haben die Regatta gewonnen, den ersten Weltcup auf Mallorca. Und sind sehr, sehr fröhlich. Ja, wir hoffen, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr werdet alle eine super Zeit auf der Kieler Woche haben und wünschen deswegen ja, viel Spaß auf der Kieler Woche. Ist Mikro an? Deine Mission? Jo, Mikro ist an. Ey Püppi, pass mal auf. Ja? Ich sag dir was. Das, was wir hier machen, das ist kein Zuckerschlecken. Wir gehen raus jeden Tag. Harte Arbeit, jeden Tag. Nochmal. Kamera läuft. Ja, die Leute denken, wir sind hier an den Traumdestinationen der Welt unterwegs. Ja, aber das ist halt nicht so. Wir sind hier und das auf dem Wasser jeden Tag, Tag für Tag und Das ist einfach harte Arbeit, ja. Also das ist dich pushen, jeden Tag zu pushen, ja. Das ist eine harte Sache und das ist, erfordert auch extrem viel Motivation, ja. So, die Leute denken, wir sind ja eine Traumdestination der Welt. Das ist aber ja nicht so. Wir haben ziemlich viel Arbeit, wir sind jeden Tag auf dem Wasser. Und ich sage mal so, das ist kein leichter Job. Aber wir machen da schon ziemlich viel und verschiedene Sachen, um zu lachen.